Herzlich willkommen im Seehof. Ich bin Felix Duwe und ich präsentiere hier heute unseren Laumburger Teller. Ich habe dafür schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Da haben wir zum einen unser Welsfilet, unser Lauchgemüse hier aus der Region, eine Kartoffelterrine, die ich schon mal etwas vorbereitet habe, da es sonst zu lange dauern würde. Dann haben wir hier unsere Cherrytomaten und etwas Kresse zum Ausgarnieren. Beginnen tue ich mit dem Braten des Welses. Der schön rotfleischig kommt hier aus unseren Gewässern. Dafür stelle ich schon mal eine Pfanne auf. So, lass die etwas heiß werden. Hier den Herd nochmal hoch. Gib dort etwas normales Pflanzenöl rein. Unseren Wels würzen wir einfach. Säuern mit etwas Zitrone. Von beiden Seiten etwas Salz, Pfeffer oben rüber. Auch von beiden Seiten. So, man könnte ihn auch mehlieren, mache ich allerdings nicht, weil ich schöner finde, ohne Mehl den Fisch zu braten. Dann haben wir hier unsere Kartoffelterrine. Die habe ich heute Morgen schon frisch vorbereitet. Die ist einfach mit etwas Kartoffelmasse, Eiern, ein wenig Milch und Backpulver, alles zusammen verrührt, im Ofen ausgebacken, bei circa einer Stunde bei 150 Grad. Dann lässt man das Ganze auskühlen und kann das dann wunderbar im erkalteten Zustand herunterschneiden. So, das ist dann unsere Sättigungsbeilage für den Laumburger. Dafür stelle ich auch eine Pfanne wieder rauf. Lass sie auch gleichzeitig schon mit heiß werden. Gib auch etwas Öl wieder mit hinein, nicht zu viel, dass sich die Kartoffelmasse nicht so vollsaugt. Die Pfanne für unseren Wels ist jetzt heiß. Wir können unseren Wels jetzt in die Pfanne geben und ihn langsam braten. Ich ziehe die Pfanne jetzt schon wieder etwas an die Seite, damit er wirklich sehr langsam durchgaren kann. So, meine andere Pfanne stelle ich jetzt schon etwas weiter in die Mitte, um jetzt meine Kartoffelterrine auch goldbraun fertig zu braten. Die gebe ich auch in die Pfanne. So, jetzt würde ich weitermachen mit der Soße. Dafür nehme ich mir hier einen kleinen Topf, gebe dort auch etwas Öl rein. Dann habe ich hier schon mal zwei Schalotten vorbereitet. Die sind einfach schöner zum Kochen, als wenn ich Zwiebeln nehmen würde, weil sie rein geschmacklich noch besser sind. Die halbiere ich, schneide sie dann runter, feine Scheiben. Das reicht mir auch schon für die Menge Soße, die ich hier benötige. Ich gebe die Schalotten in meinen Topf mit etwas Öl und schwitze sie mir etwas glasig an. Nicht zu dunkel werden lassen, weil dann werden die Schalotten bitter und verlieren ihren guten Geschmack. Die Zwiebeln sind jetzt schön glasig. Ich lösche jetzt ab mit einem Weißwein und lasse das Ganze etwas einkochen, damit der Weißwein etwas seinen Alkoholgehalt verliert und ins Süßliche übergeht. So, jetzt kontrolliere ich unseren Fisch, der jetzt schon etwas Farbe angenommen hat. Ich lasse ihn aber noch etwas auf dieser Seite liegen, damit er wirklich goldbraun ist. Innen drin soll er aber trotzdem glasig und auch sein schönes rotes Fleisch noch behalten. So, jetzt gebe ich zu unserer Soße gleich etwas Sahne zu und ein klein bisschen Salz, Pfeffer. Vorher fange ich aber schon mal an, meine vorbereiteten Cherrytomaten runterzuschneiden, zu halbieren. Die sind auch geschmacklich einfach besser wie normale Fleischtomaten und sind nicht ganz so wässrig. Dann habe ich hier meinen vorbereiteten Lauch, hier aus der Region. Dann nehme ich mir einen weiteren Topf, stelle den auch mit drauf, gebe dort ein wenig Butter mit zu. Das ist schon ausreichend für die Menge. Meine Kartoffelterrine kann ich jetzt wenden. Die hat eine wunderschöne Farbe, wie auch den Fisch. Beides lasse ich weiter an der Seite langsam braten. Der Weißwein ist jetzt eingekocht. Ich gebe jetzt einen Schluck Sahne mit hinzu und lasse das Ganze noch etwas kochen. Meine Soße lasse ich noch etwas einreduzieren und gebe dort aber schon mal einen Esslöffel Sahne-Meerrettich mit unter. Und lasse den auch etwas mit einkochen, damit er seine Schärfe etwas verliert. So, meine Butter ist jetzt geschmolzen. Den Lauch, wie gesagt, einfach anschwitzen und etwas warten, bis er etwas weicher geworden ist. Das würze ich auch mit etwas Salz, Pfeffer. Ich gebe selber persönlich immer noch gerne ein bisschen groben Pfeffer mit zu, weil der auch einfach schöner ist wie der gemahlene, geschmacksintensiver. Man sieht schon, dass die Soße auch etwas andickt. Die Zwiebel gibt auch, oder die Schalotte gibt auch etwas Bindung ab, um somit nachher eine wirklich schöne sämige Soße zu bekommen. Ich drehe den Fisch jetzt noch einmal. Hier habe ich mir schon mal ein paar Krabbenchips vorbereitet.
die gibt es so im Markt zu kaufen. Die werden dann einfach ausgebacken in der Fritteuse. Das habe ich mir jetzt erspart und habe es einfach schon mal vorbereitet. Das nehme ich nachher zum Ausgarnieren des Tellers. Und habe natürlich auch ein paar schöne Kräuter, die ich dann nachher zum Ausgarnieren noch dazugeben kann. So, der Lauch ist jetzt auch schon so weit, wie er sein sollte. Nicht zu weich, noch etwas Biss. Jetzt gebe ich meine Tomaten mit hinzu. Und schwenke die einfach mit rein. So, da haben wir eine wunderschöne Farbe und auch ein schönes Gemüse, was wirklich gut zum Fisch passt. Jetzt nehme ich mir etwas von dem frischen Dill und schneide mir den fein. Der kommt zum Schluss mit in meine Soße rein. Die ist jetzt weit genug eingekocht. Rühre den Dill noch einmal unter. Man sieht schon, wie viel schöne Bindung die Soße bekommen hat. Das ist jetzt die Meerrettich-Dillsoße. So, das Gemüse sieht auch sehr gut aus, ist gar, aber trotzdem noch sehr knackig. Kartoffelterrine goldbraun, wie auch der Fisch, im Kern noch leicht glasig. Ich werde jetzt anfangen, das Ganze anzurichten und auszugarnieren. Dafür nehme ich mir unseren Laumburger Teller. Ich fange an mit unserem Lauchgemüse. Aufpassen, dass nicht zu viel Fett mit auf den Teller kommt, weil das sonst zu sehr schwimmt. Dann mache ich weiter mit unserer Kartoffelterrine. Lege ich hier oben hin. Dann den schön gebratenen Fisch. Das sind 150 Gramm, die hier auf diesen Teller kommen. Und dann unsere wirklich schöne Meerrettich-Dillsoße, die wir dann hier rumdrapieren. So, jetzt wird das Ganze noch ausgarniert. Dafür habe ich unsere Krabbenchips vorbereitet. Wovon ich zwei mit ranlege. Dann habe ich hier unsere Kresse. Und gebe das auch mit auf den Teller, weil es auch wirklich noch ein farbliches Bild gibt. Das Gericht ist jetzt fertig, unser Laumburger Teller, bestehend aus Wels auf Tomaten, Lauchgemüse mit Meerrettich-Dillsoße und Kartoffelterrine. Guten Appetit wünsche ich Ihnen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de